Tabelle, News, globales Transfermarkt, weiter, News. Ja, wo sind wir wohl? Wir sind wieder bei FIFA 14 zurück im Managementmodus. Wir klicken mal jetzt auf weiter, Simulation stoppen und das nächste Spiel gegen Mainz 05. Die letzte Aufnahme musste ich leider nachkommentieren. Ich glaube, es waren insgesamt 4 Spiele, insgesamt 5 Folgen, weil ich einen kleinen Fehler gemacht habe. Und ja, ich will davor noch was ändern, und zwar möchte ich Holger Badstuber dauerhaft als Ersatzspieler haben, weil er das verdient hat. Und beim nächsten Spiel wird er fest eingesetzt werden. Ja, das wird jetzt gerade kurz abgespeichert. Ich habe auch wieder Verträge gemacht, also Verträge versucht zu verlängern. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ich guck mal ganz kurz. Ja, genau hier, Verhandlung führt. Hier seht ihr, mit wem ich alles verhandelt habe. Ich muss es ja jetzt nicht zeigen. Einfach nur Bescheid sagen, dass ich hier Verträge ausgeführt habe. Und jetzt zum nächsten Match. So, ja. Jupp. Hol mal das Trikot, ist doch egal. So, Spieleinstellung 4 Minuten. Und los geht's. Was machen wir jetzt? Skillspiel. Oh, die haben wir ja beendet. Zum Glück. Und ja, die verschieße ich auch sowas von daneben, weil ich nicht auf den Punkt geguckt habe. Und dann natürlich treffe ich auch perfekt daneben. Zum Glück haben wir es ja schon abgeschlossen. Muss ich sagen. Aber egal, wir legen los. So, aktuelle Tabellensituation ist folgendermaßen, dass wir momentan auf Platz 1 sind und Leverkusen mit 17 Punkten hat. Das heißt, glaube ich, dass wir weiter 3 Punkte Vorsprung haben könnten. Wir haben ja 19 Punkte und dass wir die 5 Punkte Vorsprünge weiter ausbauen können. 7 Ligator haben wir zurück gemacht. Er ist nicht Torschützenkönig, dafür sind andere besser, aber wenn wir ein paar Tore schießen, dann könnten wir wieder die Führung erlangen. Auf jeden Fall los zur Partie. Ja, ich erwarte ein schweres Spiel, muss ich sagen. Weil Mainz 05 hat Robben starke oder nicht Robben, Bayern München nicht so die besten Erfahrungen. Aber mal sehen. Vielleicht, also ich denke mal mit einem Sieg. Aber wir werden es ja sehen. So, jetzt komm. Nein. Ja, Elfmeter. Perfekt. Elfmeter für. Nee. Ach Quatsch, Elfmeter, ich dachte Freistoß. Ich dachte Elfmeter. Naja. LOL. Ich habe ihn noch gar nicht. Ich habe noch nicht richtig gedrückt und gezielt und dann schießt er schon. Egal. War irgendwie ein kleiner Fail. Ist doch wurscht. So. Nein, das wollte ich gar nicht. Ah Mann. Ich wollte eigentlich eine leichte Flanke und dann hat es ein bisschen zu fest gemacht. Egal. So. Nein. Ich muss ehrlich sagen, ne, dass FIFA 14 nicht so die Aufmerksamkeit bekommt, wie sonst eigentlich immer. Also normalerweise haben sie ja so einen kleinen Hype. Das ist ja meistens so bei den FIFA-Spielen, aber dieses Jahr ist das nicht so der Fall. Ich weiß auch der Grund natürlich, wegen GTA 5, was, wovon ich nicht viel halte, muss ich sagen. Also ich bin kein Fan von diesem Spiel. Generell von der Spielserie. Das einzige Spiel, was ich mag, ist Vice City. Das war's auch. Also sonst mag ich gar nichts. Muss ich zugeben. Ja, auch wenn da so viel Vielseitigkeit oder weil es realitätsnah ist, aber trotzdem, es ist einfach nicht mein Spiel. Ich bin aber dennoch beeindruckt von Rockstars, was sie da für, ja, für einen Umsatz gemacht haben, weil dafür haben sie Respekt verdient. Sie haben auch meinen Respekt, aber trotzdem werde ich das Spiel nie spielen. Und irgendwann soll auch GTA 6 nächstes Jahr kommen. Oder, nee, GTA 6 bald kommen. Ja. Wir haben ja irgendwie ein paar Jahre gebraucht, um GTA 5 zu entwickeln. Haben 200 Millionen investiert. 800 Millionen eingesetzt. Wir haben bestimmt jetzt um mehrere Milliarden. Sie haben ja mehrere Millionen davon verkauft. Also, das ist schon krass. Ich will mal auf mal die Verkaufszahlen. Die werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. So, wie weit die Verkaufszahlen und wie viel auch für die PC-Version. Die gibt es ja auch noch bald. Es gibt ja nur die Konsolen-Version. Mal sehen, wie es auf der PC-Version ist. Und jetzt reden wir jetzt nicht über GTA, sondern wir sind jetzt beim Fußball. So. Ja. Haben wir noch einen Eckball? Nein, Abschluss. Nee, Eckball doch.
Boah, sogar dann nicht ausgeführt. Oh nein, zu weit. Oder? Nein, Mario Mandzukic. Kam leider. Ah, ein bisschen zu hoch, muss man sagen. Also mit den Chancen sind wir momentan nicht so gut dabei. Also da ist noch Verbesserungsbedarf. Muss man ehrlich zugeben. So, jetzt komm. Nein. Jawohl, Freistoß, sehr schön. So, gut. Ja, sehr schön. So. Was war das denn? Lahm. Oh Mann. Das sind leichte Schlüssigkeitsfehler, die nicht passieren dürfen, aber passieren. So, und jetzt. Ja. Ah, schade. Zu lang. Schade. Also, momentan stelle ich mich nicht so gut an. Das muss man sagen. Aber wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Oder meint ihr, wir können das ja noch schaffen? So, jetzt hier gut geklärt von Martinez. So. Nein. Ja, haben wir gut geklärt mit Boateng. Jetzt ein schöner Pass haben wir jetzt gemacht. So, und da verliere ich den Ball. Und jetzt Martinez. Schöner Pass. Zu Mandzukic. Und er fasst sich ins Herz und schießt. Aber nein, ich habe es leider verzogen. Muss man sagen. War ein guter Versuch von uns, aber ich habe ihn leider verzogen. Das muss man leider sagen. So. Jetzt. Ja, den haben wir. So. Ribéry, perfekt ausgetanzt. Aber nein. Oh, schade. So, komm, Neuer. Neuer! Jetzt ehrlich. Boah, mein Gott, Manuel Neuer. Ich hab gesagt, du sollst da hinrennen. Um möglicherweise den Ball noch im Spiel zu halten, um vielleicht noch eine Chance zu haben. Und nein, machst du natürlich nichts dagegen. Ist ja klar, ist ja logisch. Guck mal, wir sind viel besser. Aber nix trifft ins Tor. Nix ins Tor. Ist doch. Wir versuchen das Beste daraus zu machen. Komm. So. Ja, nein. So soll's nicht sein. Nein. Ja, gut, den haben wir. Nein, den haben wir nicht. Oh. So. Jetzt. Robben, kommt da ran. Nein. Doch, kommt da ran. Nee, oder was? Nee, doch, Robben. Ha, er kämpft gut. Nee. Baumgartner. Sehr schön. So. Jetzt. Nein. So. Ja. Ach, schade. So. Nein. Gute Chance. Ah, wir kommen nah dran, aber nah dran heißt noch lange nicht. Wir treffen das Tor. Man sieht schon. Wir haben einfach kein Pech. Wir haben einfach kein Glück. Wir haben nur Pech. Wir treffen noch einmal präzise das Tor. Die Präzision, die wir in den letzten Spielen so gut hatten. Die ich so gut hatte. Und die versemmle ich. Ich erinnere mich nur an die eine Chance von Mario Mandzukic gegen Schalke. Wo wir eigentlich das Tor getroffen, aber trotzdem den Pfosten getroffen hat und trotzdem nicht reingegangen ist. Da muss mich sagen. Als ich das gespielt habe live, da habe ich mich relativ stark geärgert. Oh Mann, hätte ich euch die Aufnahme gezeigt. Aber leider war die Tonspur weg. Ich weiß auch nicht, warum die eigentlich weg ist. Und jetzt, naja, komm. Konter. So. Ah, dieser fucking Ball. Mein Gott. So, was soll der? Ich muss mal sehr früh auf Offensiv stellen. So. Jetzt mal auf die andere Seite. Nee, da noch nicht.
Ach, da stand wahrscheinlich keiner. Also ich habe zumindest auf dem Radar nichts gesehen. Nein! Oh! So, jetzt vernünftiger Pass. Nicht unsicher werden. So. Ey, wir setzen uns nochmal vernünftig durch. Sonst kommt Rom immer locker durch. So, komm. Ey, man kann auch nachsetzen, meine Güte. Man soll nicht stehen bleiben, ne. Ey. Kriegt was zu hören, Leute. Kriegt was zu hören. So. Jetzt aber. Ja, so musst du machen, Rom. So musst du machen, Ayan. Perfekt, Ayan. Aber so kann nie im Leben eine Flanke gehen. So. Und jetzt. Ah, schöner Pass von Lahm. Und wo war das, David? Wohin ging der? Für wen war der gedacht? Guck mal, was du uns jetzt beschert hast. Ja. So. Jetzt nochmal eine Chance. Ey! Die fangen ja jeden Ball ab. Nein! So. Was jetzt los? Da ist mir doch egal, wenn eine gelbe Karte kassiert hat. Mach das nach dem Spiel, nicht jetzt. Ich brauche jetzt. Ich brauche Konzentration, Junge. Ich brauche Konzentration. Zuf. So. Jawohl. Nee. Eckball. Eckball gibt's mir noch. Eckball kriege ich noch. Eckball kriege ich noch. So. Konzentration. Nein! Boah. Der Eckball war gut getreten. So. Noch einmal. So. Jetzt. Eckball. Nee. Darf doch nicht wahr sein. Darf nicht wahr sein. Guck mal, wir waren so stark. Wir waren so gut. Und dann 0-0. Nee. Ich bin so unzufrieden. Meine Güte. Das darf nicht wahr sein. 0-0. Wir hätten jetzt so gute Chance gehabt, wenigstens noch einen Vorsprung auszubauen. Und jetzt haben wir es wieder versemmelt. Ich hab's versemmelt. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Ich hab's versemmelt. Unglaublich. Oh, wie mich das ärgert. Ja.